damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das Quiz mit Tisch. Heute mit Markus Rühl. Oh. Und Nico, der Holzkader. Oh, heute wird eine bestialische Ausgabe. Und wenn ihr auch mal hier sitzen wollt, egal ob Männlein oder Weiblein, dann schreibt doch mal in die Kommentare eine tolle Begründung. Und schreibt doch mal, was eure Lieblingstrainingsübung ist. Zum Beispiel seitlich auf der Couch liegen. Oder, keine Ahnung, Knie bis an die Nasenspitze. Bier heben. Markus, du bist German Beast. Dafür nochmal einen Applaus. So. Danke, danke, danke. Sehr gerne. Wir quizzen heute. Warst du schon mal in der Quizshow? Genau, nein. Und du, Nico, du bist auch ein großer Fan von Markus. Hast du mir gesteckt? Ja. Möchtest du mal was fragen? Eine Frage schon mal. Und wie schädlich ist Rauchen beim Training? Rauchen ist generell schädlich, nicht nur beim Training, ne? Aber mein Gott, das Leben ist kurz, also feuerfrei. Vapen, 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 los! Was ist Pumba aus dem Film König der Löwen für ein Tier? Wildschwein! Schwarzenschwein. Oh. Ein Schwein war's. Ein Schwein war's, es war ein Warzenschwein. Ach, krass. Also ist Wildschwein auch ein Warzenschwein? Anscheinend nicht. Was? Ui, das war Laune. Nico, komm mal zu dir. Du bist Wildcarder, du kommst aus Wurzen. Genau. Reimt sich auf? Furzen. Wo ist Wurzen? Wurzen liegt in Sachsen in der Nähe von Leipzig. Du bist 25 Jahre jung. 25 Jahre, was hast du in diesen 25 Jahren schon alles gemacht? Sag mal die Highlights. Hier sei natürlich. Hast genau. Du schon geschafft? Auf jeden Fall. Das war Nico! Danke. Danke. Mein Hoodie anzuziehen, das ist. Genau, das ist ein Hoodie von Markus Rühl natürlich. Du bist Rühl-Fan. Ja. Was sagst du, Markus, wenn du so ein Hoodie siehst? Bist du stolz? Mich macht es ein bisschen stolz und vor allem halt auch. Ich habe mir so ein Verantwortungsbewusstsein meiner Fans gegenüber. Ich weiß, was die mir alles oder was ich meinen Fans zu verdanken habe. Deswegen ist es immer so zweigeteilt. Ja. Ich würde ihn gerne knutschen. Oh. Oh. Ja. Ich muss noch einen Kommentar vorlesen von der letzten Folge und zwar Korrekt oder weg mit Phil Laude. Und zwar ging's, wir hatten damals auch so eine Frage zum Thema Ratten, kann das sein? Ja. Darauf bezieht sich nämlich auch das Kommentar von Shivariva 8233. Das Sprichwort mit den Ratten benutzt man, wenn zum Beispiel viele Mitarbeiter gleichzeitig kündigen. Ein Indiz dafür, dass das Geschäft Konkurs geht. Ratten verlassen das sinkende Schiff. So, ihr lernt was bei uns. Unsere Ratten sind doch hier und da und. Was für ein Fabelwesen ist Ariel aus dem gleichnamigen Disney-Film? Die Meerjungfrau. Wasserschwein. Was ist Klopfer aus dem Zeichentrickfilm Bambi für ein Tier? Ein Kaninchen. Hase, ist was anderes, ein Wasserschwein und ein Wildschwein. Was für ein Wesen ist Olaf aus dem Animationsfilm Frozen? Ein Hase? Ein Schneemann. Olaf ist ein Schneemann. Der Schneemann. Nico, knallst dir rein. Meine Tochter hat schon geschrien von hinten. Ja. Ist es so schlimm? Also es geht. Markus, du bist eine Legende und du bist als The German Beast bekannt. Hast du den Namen selbst gegeben oder wird einem der Name gegeben? Der Name wird einem irgendwann von der Bodybuilding-Community gegeben. Kurze Geschichte dazu, ich war in den USA, mein erster Wettkampf und da haben die alle Rule geschrien. Ich habe gedacht, die schreien alle Buh. Und danach war damals in der Muscle and Fitness, das war damals die amerikanische Ausführung, hieß The German Beast. Findest du das gute Namen oder willst du den anderen Namen? Boah, so, ich weiß nicht, bin ich eine Bestie? Keine Ahnung. Ah, klar! Wie Deutsch bin ich, ja. Wie hätte ich den selber genannt? Keine Ahnung, Massemonster oder sowas, ja, egal. Was ist deine beste Pose, die dir am meisten Spaß gemacht hat? Die Most Muscular. Ne? Also das ist dann so die Krabbe, ne, wo du so machst. Dann zeigst du alle Muskeln, die du hast, spannst den in einer Pose an. Und weil ich relativ viele Muskeln früher hatte, hat es halt am extremsten ausgesehen. Hast du doch immer noch. Zeig mal uns meinen Doppelbizeps. Ach. Ja. Oh! Wow! Guten Durst. Wie heißt die heilige Schrift des Islam? Koran! Wie nennt man umgangssprachlich einen großen, schlaksigen Menschen, der eine schlechte Körperhaltung hat? Lulatsch oder Bubatz? Lange Lulatsch. Wie wird der Strafraum beim Fußball genannt, wodurch auch die Entfernung zur Torlinie in Metern beschrieben wird? 16er? Wie heißt die nächste logische Zahl in dieser Zahlenreihe? 8, 16, 24? 24. 32. Ach so, ich soll das weiterzählen. Ja, richtig. Ja, ach so, ich hab gedacht, ich muss jetzt. Du wolltest nur einen ertrinken, sag ich. Ja, genau. Durst, das ist ein Ding. Ja, die werden immer leckerer. Der war übel, oder was? Ja, der war ganz übel. Wird immer schlimmer. Ja. Geil. Machst du beruflich was mit Zahlen oder was machst du beruflich? Ich bin beruflich noch zu Hause. Ich war vorher
bei einer Bank. Ja. Das war aber nicht so mein Ding. Ja. Und jetzt bin ich erstmal zu Hause und suche was Neues. Ja, so können wir dich unterstützen? Sollen wir einen Aufruf starten? Ja, ich bin gelernter Landwirt. Ja. Und ich muss jetzt neu umschulen, weil ich jetzt im Rollstuhl sitze. Und da habe ich jetzt Kaufmann für ein Büromanagement. Dann suchen wir uns. Dann, wenn wir was haben, dann sagen wir Bescheid. Ich habe mal eine Frage. Wie oft wird das Straßenschild vergewaltigt? Wo ich parke? Mit F, ja. Ach so. Eigentlich habe ich das noch nie gesehen. Nee, fahren wir dreimal hin. Nee. Oh, sorgen wir dafür, oder? Aber du machst ja auch Sport. Du bist ja selber im Bodybuilding aktiv. Ja. Oder was machst du? Ist das Bodybuilding oder was machst du? Ich würde behaupten, dass ich das mache, ja. Also in Kraftsport und Bodybuilding mache ich jetzt schon seit knapp 9 Jahren. Mhm. Und bin jetzt eigentlich ganz gut dabei. Ja. Ich sehe jetzt zwar nicht so aus wie. Ja, spielt keine Rolle. Aber ich mache es mit Herz. Jeder, der mit Herz dabei ist, mit Verstand und sich danach ernährt und lebt. Und die Einstellung ist immer so: Bodybuilding ist eine Einstellung. Ja. Ist eine Lebenseinstellung. Da ist für mich jeder Bodybuilder, der das lebt. Genau. Super. Neuer Talk. Bei welcher Fußballmannschaft spielen aktuell Jude Bellingham, Gregor Kobel und Karim Adeyemi? BVB 09. Welche Bewegung gründete die Schwedin Greta Thunberg? Ah, Friday for Future. Okay, wird abgewunken. Nächste Frage. Welche spätere CDU-Bundesvorsitzende bekam in den 90er Jahren den Spitznamen Kohls Mädchen? Angela Merkel. Wie heißt die Ehefrau von König Charles III. Mit Vornamen? Boah, alter Schwede. Camilla, oder? Camilla, Nico, Camilla! Klasse. Du gehst satt, das können wir schon mal sagen. Du hast das mitgebracht, zeig mal, was du da dabei hast. Ja, viele kennen Wurzen. Boah! Viele kennen Wurzen durch die Wurzen und Flipse und Reis und Nudeln. Ah. Aber Wurzen stellt auch Kekse her. Wow. Deswegen dachte ich, ich bringe euch mal was mit. Das ist für, für Dennis und Benny und für das Team. Und für Markus eine. Markus, für dich? Und für Markus. Wow, und meine zwei Mädels habe ich auch noch was. Vielen Dank. Bitte schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann mich noch revanchieren. Ich habe ein bisschen Clear- und Kristallprotein dabei. Das würde ich dir gerne schenken. Ich danke. Dankeschön. Hast du an deinen Cheat Days auch mal ganz viel gesehen? Ich habe 365 Tage Cheat Days. Aber früher. Hast du da noch mal was gegessen? Nein, gar nichts. Hast du nichts gemacht? Nein. Ich habe wirklich, und das mag ich hier jetzt betonen, ich habe immer 5 Monate Wettkampfvorbereitung gehabt und dann mal 2 Wochen Pause. In den 2 Wochen Pause habe ich schon was gegessen. Aber ansonsten diese 300 Tage fast im Jahr habe ich nur auf Diät gelegt. Aber wie oft bist du heutzutage noch im Studio? Wie oft in der Woche? 4-5 Mal die Woche. Nicht wegen der Optik, sondern ich war auch in Moin schnell trainieren. Das war nur eine Dreiviertelstunde, weil es von meiner Firma her nicht ging. Was war heute dran? Welcher Bereich? Schultern. Schultern war dran. Und ich brauche das einfach. Das bin ich. Ja. Wir fahren auch dahin im Urlaub. Das Erste, was wir gucken, haben die Kinderbetreuung und haben sie ein Studio. Mhm. Für dich die Kinderbetreuung? Für Lucy ein Studio. Ja, genau so. Aber es riecht der Kann mittlerweile. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war schön und kurz. Nico, mit Applaus! Wie heißt der Alkohol, der in einem klassischen Caipirinha-Cocktail ist? Pachanga oder Cachaça? Das ist ja Cachaça. Wow. Ist das ein Garten? Wow, ja. Welche Automarke wurde 1947 gegründet und hat ihren Verwaltungssitz in der italienischen Stadt Maranello? Ferrari. Was macht man auf gut Deutsch, wenn man an starker Flatulenz leidet? Furzen. Wie gehen diese Sprichwörter weiter? Kleinvieh macht? Auch Mist. In der Not frisst? Der Teufel die Mücken. Der Teufel fliegen! Fliegen, Scheiße! Fliegen. Aber Markus, dein Wunsch wird jetzt erfüllt. Ja. Boah, das ist schon übel. Sauerkraut. Weiß es nicht. Hast du Katzenfutter gegessen mit den Fingern, so ein Rind? Ja, klar. Aber kann man das essen? Ja, natürlich. Was ist also? Ach, du mal, jeder war immer besoffen und früher war es immer so, wir hatten Hunde gehabt, ne? Und da war immer so die Dose, die aussieht wie so serbisch Bohnensuppe. Ja. Und wenn du dann mal so 2 Promille hast, hast du halt das ganze Hundefutter gefressen. Du hast gedacht, war auch gut, ja? Ja. Da hat die Mutter gesagt, was soll ich jetzt zum Hund geben? Und der hat die serbisch Bohnensuppe gekriegt. Das war dann halt so, ja. Warst du früher mal schmal? Also hast du gesagt, als du begonnen hast mit dem Sport, wirst du ja doch kein Bodybuilder gewesen sein. Nein, wie sahst du ganz, aus? Ganz schlank.
Welches Meer gibt es nicht? Das Schwarze Meer, das Rote Meer, das Gelbe Meer oder das Graue Meer? Graue Meer. Graue Meer. Was heißt Meinung auf Englisch? Opinion. Gut, okay. Wie heißt der grüne Drache mit den gelben Flügeln, der unter anderem von Peter Maffay erfunden wurde? Aber Luca. Wie heißt der Sohn von Rennfahrerlegende Michael Schumacher mit Vornamen? Mick. Welches Land trat 2013 der Europäischen Union bei? Weißrussland oder Kroatien? Weißrussland. Belarus war später, glaube ich. Nee. Und weg. Max, du bist jetzt auch wieder richtig. Ich glaube, warst du schon mal so berühmt, wie du es jetzt bist? Ab zu deiner höchsten Zeit? Nee. Oder? So berühmt warst du ja nie, oder? Nee, das ist echt schon. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie fing das denn an? Wie bist du zum Internetkult geworden? Weißt du das noch? Es fing jetzt einfach durch TikTok. Also, ich glaube, die Generation TikTok ist so extrem. Auf jeden Fall. Dass, also, bei der FIBO stehen jetzt teilweise Leute bei mir. Die kannten mich ja gar nicht mehr als Bodybuilder. Ja, genau. Also der eine hat letztens gesagt, sag mal, hat der auch mal richtig trainiert? Da hab ich gesagt, hallo. Aber also, ist das denn für dich okay? Also was hast du da für Fananfragen? Sollst du immer irgendwie was sagen zu denen oder irgendeinen Satz? Ja, ich habe jetzt auch viele Grußnachrichten und so weiter. Finde ich schwierig. Nervig ja, bisschen, ne? Nee, das ist nett. Es ist immer so, wen grüßt du denn jetzt? Ich habe den Menschen noch nie gesehen. Du kennst den Bindung ja. Genau. Also ich grüße jetzt jemanden zum Geburtstag, ne, wie du mit Roberto Blanco jetzt. Den habe ich nie gesehen. Mhm. Also welche Bindung gebe ich denn jetzt? Und das tue ich mal immer schwer mit. Ja, voll. Ich finde immer, für alles hat man eine Verantwortung. Ihr seid bekannt, ihr habt eine Verantwortung den Leuten gegenüber. Ich, meinen Fans, wie machst du das jetzt, dass der nicht enttäuscht ist? Ja. Nico, du bist der einzige der Mensch in deiner Familie, der nicht laufen kann. Das ist ein Fact, den hast du selbst angeliefert. Also bevor ich hier schlechte Kommentare kriege. Bist du schon immer im Rollstuhl oder ist was passiert? Nein, ich hatte 2017 einen schweren Motorradunfall. Und seitdem sitze ich jetzt im Rollstuhl. Und mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich nie wieder laufen könnte im Leben. Mhm. Ich lebe mein Leben so gut wie möglich, mache das Beste daraus. Ja. Total, ich finde das mal bemerkenswert, dass man deinen Lebenswillen beibehält und Bock hat auf das Leben. Das ist ganz wichtig, ja. Trotzdem Schicksal, ich kriege einen super Applaus. Krieg Gänsehaut. Wie hieß die deutsche Adaption der britischen Comedy-Serie The Office, bei der Christoph Maria Herbst der titelgebende Hauptdarsteller war? Mir liegt's auf der Zunge, leck mich am Arsch. Stromberg! Stromberg, Scheiße! Ich hab's abonniert auf Instagram, ohne Scheiße. Rein damit, rein in die Masse. Ein Schmackofatz. Du hast nur noch ein Leben, Markus, also noch einmal falsch antworten. Scheiße. Bist du weg? Du auch, ne? Ich hab auch noch eins. Aus wie vielen Mitgliedern besteht die K-Pop-Band BTS? 6. Ja! Ich weiß nicht, was K-Pop ist. Ich hab keine Ahnung. Koreanischer Pop. Ja, gibt's das? Das gibt's ja. Ist auch sehr erfolgreich, glaube ich. Ja? Ja. In Europa oder nur? Überall auf der ganzen Welt, ja. Ja, total. Ich bin voll der alte Kerl, ey. Keine Musikalisch, was hörst du da? Was hat Markus Rühl auf den Ohren, wenn er pumpt? Techno, Haus. Ja. Warst du schon mal im Ballermann? Nee. Möchtest du mal zusammen, wir fliegen im Juni, Dennis und ich? Nee. Lass uns mal so einen Wodka-Kirchturm teilen oder so. Du kannst dir dann dein Protein mitnehmen. Das Problem ist ja, guck mal, jetzt gehe ich zum Ballermann. Ich habe keine Sekunde Erholung. Hey, Rühl, geil, saufe. Ja, ich bin nach 3 Minuten rotzodicht. Jetzt wieder auch. Vor allem, du kannst ja nicht mehr so verkleiden, weil man erkennt dich auch an von deiner Statur. Ja, leider, ich sehe auch nicht gut aus bekleidet. Ich sehe so nicht gut aus. Der Buddy hätte ich gern. Wie nennt sich die Gruppe von Schauspielern und Musikern, die als 3 stumme, blau maskierte Personen mit einer begleitenden Band auftreten? Die Schlümpfe. Blumen Group. Blumen Group, die Schlümpfe! Als Band? Schlümpfe war geil. Hä, die machen auch Musik, gibt es so Schlümpfe-CDs? Ja, gibt's. Da muss man nochmal überdenken, die Frage, ob vielleicht Schlümpfe die richtige Antwort ist. Ja, Leute, ich hab's nicht geschafft. Ich bin trotzdem noch ein Mensch und wertvoll. Und dementsprechend möchte ich. Ach, du bist schon raus? Ich bin raus, ja. Ich gehe jetzt ins Gym und hänge die ganze Zeit nur am Handy. Und damit stehen Markus und ich im großen Finale und wir spielen entweder oder! Ich bin eine Ballsportart: Fußball. Richtig. Basketball. Richtig. Golf.
Richtig. Hürdenlauf. Falsch. Ja. Reiten. Falsch. Tennis. Richtig. Turmspringen. Falsch. Feldhockey. Richtig. Eishockey. Falsch. Snowboarden. Falsch. Volleyball. Richtig. Bierpong. Richtig, oder? Baseball. Richtig. Karate. Falsch. Frisbee-Golf. Falsch. Dodgeball. Falsch? Ach nein! Dodgeball! Scheiße! Dodgeball. Und die Nisse! Dodgeball. Das war jetzt wirklich dämlich. Wahr oder falsch? Die USA haben 50 Bundesstaaten. Falsch. Und damit gewinnt Dennis. Korrekt oder weg? Jo! Es geht voll in den Latissimus Flexus. Überall rein. Ja, Riesenapplaus für Markus Rühl! Und Riesenapplaus für Nico! Aber Markus, darfst du Dennis gerne übergeben? Jo! Sehr gut. Wir kommen zu Endcard. Oben gibt es ein Video von Atlas und zwar: Dieses Land wird eine Furzsteuer einführen. Da können wir da nicht hinziehen, das wäre ja ein bisschen doof. Und unten gibt es die letzte Folge von Korrekt oder weg das? Mit Tisch. Tschüss!